Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, das vor einer Woche vorgestellte schüchterne Katerchen hatte Glück. Zusammen mit einer Mitbewohnerin seines Geheges konnte er in ein neues Zuhause umziehen. Beide Leidensgenossen haben nun ein neues Revier gefunden. Das sind gute Vermittlungsnachrichten. Vielleicht hat der Jagdterrier Gypsy nach seiner heutigen Vorstellung ebenfalls Glück und kann das Tierheim nach 8 Jahren endlich verlassen. Der kleine typische Jagdterrier wurde 2009 geboren und kam schon 2011 in die Arche Noah, weil er nicht jagdtauglich war. Nach einer ersten Vorstellung in unserer Serie Tiere suchen Menschen wurde Gypsy zwar vermittelt, leider aber wurde er wieder abgegeben, weil er nach seinem neuen Herrchen geschnappt hatte. Warum und wieso ist unklar, aber Gypsy hat schon einen starken Charakter. Er braucht eben die richtigen Menschen, die Jagdterriersprache sprechen und ihm Zeit geben. Terrierfreunde wissen, dass diese oft aufgeregten Hundis viel Beschäftigung und Bewegung brauchen. Selbst im Zwinger ist Gypsy immer in Aktion, wenn um ihn herum der Tierheimalltag stattfindet. Aber egal, wie lange ein Hund im Tierheim leben muss, haben ihn die richtigen Menschen gefunden, kann er ein ganz lieber Begleiter und treuer Freund werden. Natürlich braucht es etwas Geduld, um einen Hund richtig einschätzen zu können, und nicht jeder wird der super Knuddelhund. Für die Jagd wird Gypsy nicht abgegeben, das mag er nicht. Eine Familie mit Kindern wäre auch nicht das Richtige. Am besten wäre ein Menschenfreund oder ein Ehepaar, mit dem er zusammenwachsen kann. Vielleicht hat der kleine Gypsy schon die Hälfte seines Lebens im Tierschutz verbracht, die andere Hälfte soll er mit seinem eigenen Rudel leben. Wir verabschieden uns für dieses Jahr von unseren Zuschauern. Tiere sollen keine Weihnachtsgeschenke werden. Aus diesem Grund gibt es bis zum neuen Jahr keine Tiervermittlungen mehr in der Arche Noah. Zu oft schon kam es vor, dass tierische Weihnachtsgeschenke im neuen Jahr im Tierschutz landeten. Die Mitarbeiter im Tierschutzverein wünschen allen Freunden und Zuschauern der Serie Tiere suchen Menschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.